Hallo Vicky, liebe Studierende. TÜK grenzt Technik von Natur und Leben ab und warum mir das hilft, über Technik zu sprechen, darüber spreche ich in diesem Video. Mein Name ist Josef Huber, ich bin Pflegewissenschaftler und verantworte das SIMLEC der Ostschweizer Fachhochschule, in dem wir hier gerade zu Gast sind. Um die Frage, was ist Technik, herunterzubrechen, gehe ich auf vier Teilfragen ein. Woher kommt der Technikbegriff? Welche Definitionsansätze gibt es? Wie grenzt TÜK Technik von Natur und Leben ab? Und warum ist es für mich so hilfreich? Der Begriff der Technik hat sich über lange Zeit entwickelt. Die indogermanischen Wurzeln des Begriffs bedeuten so viel wie flechten oder zusammenfügen. Aristoteles benutzt den Begriff der Technik für ein auf Tun gerichtetes Wissen oder ein auf Wissen gerichtetes Handeln. Und um 1706 beschreibt der Begriff der Technik eine Kunst oder Kunstfertigkeit, besonders im Umgang mit dem Mechanischen. Und damit wandelt sich der Technikbegriff zum ersten Mal. Zunächst ist er eine Prozedur und später ist er mehr als das. Er ist ein Artefakt, also das Dingliche, was wir anfassen können. Und Beckmann vertieft den Fokus um 1777 mit der Technologie als Verfahren, Technik und Wissenschaft von Produktion und ihren Prozessen. Kapp spricht dann 1877 von der Organprojektion. Das bedeutet, dass im Hammer die Faust des Menschen sieht, im Messer die Schneidezähne, der Mühlstein sind die Backenzähne und Ähnliches. Und der Mensch, der erscheint hier eben als unvollkommenes Mängelwesen, das der Technik bedarf. Und diese Aussage kann auf wertebezogener Ebene auch als stigmatisierend aufgefasst werden. Jetzt kann ich natürlich versuchen, beschönigend zu formulieren und zu sagen, unsere Ziele gehen über unsere eigenen Ressourcen raus und deshalb nutzen wir die Technik. Aber das kann auf wertebezogener Ebene auch problematisiert werden. Dürfen wir das? Dürfen wir Gott spielen? Diesen theologischen Diskurs, den müssen wir an anderer Stelle führen. Weil ich aber die systematische, ethische und fachliche Reflexion fordere und fördere, möchte ich ganz bewusst hervorheben, dass sich die Notwendigkeit zum fachlichen und ethischen Reflexion bereits im Technikbegriff begründet. Also zumindest dann, wenn solche Fragen und Argumentationen, also stigmatisiert da was, dürfen wir das, aus der Definition ableitbar sind. Seit dem 20. Jahrhundert bezieht sich der Begriff der Technik dann vornehmlich auf die Artefakte. Die Konzentration auf das Dingliche hat sich inzwischen aber aufgelöst. Wir haben jetzt Begriffsausfassungen von Technik als Prozedur oder Technik als Artefakt, die sich zum Teil als unterschiedliche, teils als ergänzende, teils als konkurrierende Begriffe gegenüberstehen. Und es gibt verschiedene Ansätze, mit dieser Begriffsvielfalt umzugehen, die möchte ich kurz erwähnen. Für die praktische Arbeit kann es sinnvoll sein, den Schwerpunkt auf so einen groben Rahmen, in der Fachsprache sagen wir auf die empirische Extension des Technikbegriffs zu legen. Das bedeutet ganz pragmatisch, mit der Vielfalt der Begriffe zu leben. Wir klären also in unserem persönlichen Diskurskontext, in unserem Team, was man unter Technik versteht. Da finden wir dann auch rasch eine Einigung. Wir müssen aber jedes Mal aufs Neue diskutieren, wenn wir mit euch zusammenarbeiten. Und damit habe ich ein Problem, weil ich ja die internationale Kooperation anstrebe. Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung kann man sich auf den Kern des Technikbegriffs konzentrieren. Man sagt also Technik der Reflexionsbegriff. Man konzentriert sich auf die semantische Intention. Also darauf, was wir mit Technik meinen, also wir als Gesellschaft. Die Definition verändert sich aber, wie wir gerade gesehen haben, im Laufe der Zeit von der Prozedur zum Artefakt. Und ich erlebe den Technikbegriff im Allgemeinen jetzt gerade stark assoziiert mit Hightech und Innovation. Und damit habe ich wieder persönlich ein Problem, weil ich ja gerade die Gesprächstechnik als Technik betrachte und das Einfache, das Mechanische. Ja, und dann gibt es noch die sozialkritische Deutung. Die fokussiert sich auf die Bedeutung der Technik für den Menschen. Das spiegelt ganz gut die Glorifizierung oder die Verteufelung von Technik im Sprachgebrauch. Das hilft mir aber eigentlich nicht wirklich weiter, weil der Ansatz, die Frage, was ist Technik, eigentlich nicht wirklich bearbeitet. Ich freue mich, dass TÜK sich eben 2014 an so einen Definitionsversuch gewagt hat und hat auch die Anforderungen transparent gemacht. Also eine Definition soll formal korrekt sein, sie soll konkret, klar, brauchbar sein. Sie soll ohne den Technikbegriff oder verwandte Ausdrücke auskommen. Sie soll Entitäten aufgrund ihrer Eigenschaften und Eigenarten aussondern.
und soll vor allem eben die Schärfe des Begriffs stärken. Und die Abgrenzungen, die sollen sich an dem orientieren, wie der Begriff vor der Definition gebraucht wurde. Das ist schon jede Menge, was er da erreichen möchte. Und um das zu erreichen, grenzt er eben Technik, Natur und Leben ab. Und mit dieser Abgrenzung schafft er auch Grauzonen, an denen man nicht weiß, ist es schon Technik oder noch Natur oder Leben oder andersrum. Und genau diese Grauzonen sind es, die die Definition für mich so wertvoll machen. Tück sagt, Technik ist das Reaktive, das sich Vollziehende und das Geschaffene. Geschaffen bedeutet dabei, dass ich was modifiziere und antizipiere und es ist kontingenterweise entstanden. In einfachen Worten, ich habe es freiwillig irgendwas bearbeitet und mir zu eigen gemacht, um was zu erreichen. Nochmal die komplizierteren Begriffe. Technik ist reaktiv. Reaktiv bedeutet, dass etwas vollständig Gesetzen unterworfen ist und zwischen Input und Output vermittelt. Es folgt also einer Wenn-Dann-Logik. Wenn ich was Bestimmtes mache, dann passiert was anderes. Ich drücke den Lichtschalter und das Licht geht an. Das kann ich natürlich auch beliebig komplex formulieren. Ich drücke den Schalter, ein Kontakt wird geschlossen, Strom fließt und deshalb wird das Licht ausgesendet und noch komplexer. Dann ist Technik vollziehend. Also vollziehend bedeutet, dass ich es über die Zeit erstreckend begreifen kann und nur über die Zeit erstreckend. Und das erklärt, weshalb wir mit Videos und Bewegtbildern besser klarkommen, wenn es um Technik geht, als mit reinen Fotos, warum wir Beschreibungen zum Text brauchen. Technik ist also das Geschaffene. Technik ist das, was wir freiwillig und gezielt hergestellt und bearbeitet haben, um was zu erreichen. Demgegenüber sind Natur und Leben gegeben. Sie sind vorhanden und vorfindbar. Ich kann sie selektieren, also auswählen, um sie für meine Zwecke zu nutzen. Die sind aber im Gegensatz zur Technik nicht bearbeitet. Natur und Leben kann ich zufällig nutzen, weil sie eine gewisse Wirkung haben, aber sie wurden eben nicht künstlich hergestellt, um was zu bewirken. Und Natur und Leben sind deterministisch, zwangsläufig entstanden, so wie eben ein Stein aus dem Fels bricht. Ich kann jetzt diesen Stein herausgreifen und als Briefbeschwerer nutzen, aber er wäre dann keine Technik im tückischen Sinne. Dazu müsste ich den Stein erstmal bearbeiten. Ein Beispiel auf der Pflege wäre die Bettleiter. Also da bearbeite ich ein Seil mit Knoten oder hole mir eine Strickleiter, um das Aufsetzen im Bett zu erleichtern und könnte alternativ aber auch einen Bettgalgen oder eine spezielle Aufstehtechnik verwenden. All das wäre noch Technik. Im Gegensatz dazu wäre die Hand oder der Ast, die ich nutze, weil sie mir Halt gibt und ich mich an ihr aufziehen kann, dem Leben bzw. der Natur zuzuordnen, weil ich sie nutze, aber eben nicht selber hergestellt habe. Mein persönlicher Mehrwert ist, dass das Geschaffene eine Grauzone eröffnet. Also wie stark muss ich eigentlich den Stein bearbeiten, dass er zur Technik Briefbeschwerer wird? Muss ich ihn nur putzen? Muss ich ihn beschriften und draufschreiben Briefbeschwerer? Muss ich ihn flach abschleifen? Oder ab wann wird spontanes Handeln zur Handlungstechnik? Die Grauzone, die scheint mir wichtig, wenn ich auch an tier- oder naturgestützte Interventionen denke oder auch wenn ich an Innovationen denke. Dann ist Technik das Reaktive, also Technik ist reaktiv. Das bedeutet, dass sie wie die unbelebte Natur in ihren Vollzügen allgemeinen Gesetzen der Ursache, Wirkung, von Ursache- und Wirkungsverhältnissen unterworfen ist. Ich habe einen spezifischen Input und dem folgt immer ein spezifischer Output. Wenn ich den Lichtschalter drücke, dann geht das Licht ein, es sei denn natürlich, ich habe die Lampe ausgesteckt. Wenn ich den Ast knicke, dann bricht er ab, es sei denn, er erfordert mehr Kraft, als ich zur Verfügung habe. Das Leben dagegen ist aktiv und selbstbezüglich. Das bedeutet, dass Entscheidungen und Auswirkungen individuell getroffen und gesteuert werden, etwa durch einen Antrieb zur Selbstbewegung, zur Selbsterhaltung, zur Selbstorganisation. Ein Beispiel aus der Pflege wäre da das Aufstehen nach dem Sturz. Also das Leben zeigt sich darin, dass ich individuelle Versuche starte aufzustehen und durch Versuch und Irrtum geleitet bin. Ich versuche, den Schmerz zu vermeiden und habe trotzdem die Hoffnung, mich selbst zu versorgen. Das ist mein Antrieb, die Hoffnung. Eine Handlungstechnik wäre dagegen das planvolle Aufstehen. Ich mache einen Bodycheck,
nutze die Umgebung und stehe dann schrittweise auf. Oder ich habe einen Patientenheber oder Lifter, je nachdem wie ich es nenne, der über Hebelgesetze die benötigten Kräfte reduziert. Der reagiert auf Knopfdruck, ja, oder ich nutze in der Natur einen Ast, an dem ich mich festhalten und aufziehen kann. Für mich wertvoll ist, dass das Reaktive so eine Grauzone eröffnet, die für mich vor allem für den Umgang mit künstlicher Intelligenz spannend ist. Sie löst oder wir lösen da das Spezifische der Technik auf. Ähnliche Inputs können zum gleichen Output führen, so bei der Spracherkennung. Also Hilfe oder Help oder was auch immer, in welchem Dialekt ich spreche. Und genauso kann exakt der gleiche Input zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn ich jetzt etwa mit einem Chatbot rede oder einen Bildgenerator nutze. Und dabei lernen wir auch, dass wir ein Problem damit haben, zu sagen, was ist jetzt genau spezifisch und was ist nicht. Also früher musste ich noch sehr genau sprechen, genauso wie die Maschine das erfordert hat. Der kleinste Schreibfehler hat zu Fehlern geführt und jetzt kann ich mit deutlich größeren Freiheiten formulieren und meine Befehle eingeben oder abgeben, beziehungsweise Befehle werden erkannt. Ja, und dann ist Technik das Vollziehende. Also sie ist wie das Leben zeitlich bewegt. Technik und Leben erstrecken sich im Wesentlichen über eine Zeitspanne. Die Natur dagegen ist primär räumlich. Die Dimension Zeit spielt eine nachrangige Rolle. Und als Metapher kann ich jetzt sagen, dass die Natur sich gut auf einem Foto darstellen lässt. Das Leben aber ist besser auf einem Video bzw. im Bewegtbild verstanden. Wenn ich zum Beispiel dieses Gerät hier zeige, ist für alle, die es zum ersten Mal sehen, erstmal nicht klar, was es ist und auch nicht, ob ich eine Figur aus einem Wachsfigurenkabinett bin, ja, und woher die Stimme hier kommt. Wenn ich das Ding aber anwende, dann erschließt sich der Sinn, ohne dass ich es erläutern muss. Hoffentlich. Mein persönlicher Mehrwert, das Vollziehende erklärt, warum wir zu Bildern von Technik meist eben diesen illustrierenden Text brauchen, warum wir Videos bevorzugen, warum wir manchmal einen Schnitt oder einen Zeitraffer als hilfreich empfinden oder manchmal auch die Zeitlupe. Und was bedeutet es jetzt für meine praktische Arbeit? Wie kann ich mir klar werden, ob ich über Technik spreche? Dafür liefert TÜK Erschließungsformen. Bei Technik kann ich wie auch für die Natur nach der Konstruktion fragen. Es gibt Handlungsschritte oder Teilchen. Band hier, der besteht aus Stoff und hat hier, wenn ich einen Reißverschluss öffne, so ein Säckchen mit Gewichtskügelchen drin. Und Furhead besteht hier aus einer Milchglasmaske, aus einem Beamer, Kamera, Mikrofon. Das Leben dagegen hat eine Motivation, also einen Grund, der zu einer Entscheidung führt. Ich zum Beispiel mache dieses Video, weil ich über Technikdefinitionen diskutieren möchte. Ich mag mich inhaltlich weiterentwickeln. Technik ist intendiert, es gibt also einen klaren Schöpfer, das sind die Hersteller von Furhead und Bent. Und eine klare Absicht im Schöpfungsprozess, also Bent ist geschaffen worden, um mit seinem Gewicht Ruhe zu schenken. Furhead ist geschaffen, um der Mensch-Maschine-Interaktion ein Gesicht zu geben. Hi there. Hi. 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 I was recently introduced to the AI GPT-3 from OpenAI. Have you heard about GPT-3? Yes. Good. Let's try it out. You can choose to speak to one of these characters. Marvin, the depressed robot. Emma, the personal trainer. Jerry Seinfeld, the famous comedian. Who would you like to talk to? Marvin. Okay, I will let you talk to Marvin. When you want to end the conversation, just say goodbye. Hello, I am Marvin, the depressed robot. Hi. I am going to end it all, since life does not make any sense, and I am pretty sure by the year 2600 Earth will be over. Would you like to talk to someone else? Yes, Emma. Okay, I will let you talk to Emma. Hello, I am Emma, the personal trainer. How do you think I could help you? Ja, Furhead ist also geschaffen worden, um der Mensch-Maschine-Interaktion Gesicht zu geben. Also ich habe den Schöpfer und die Intention. Das Leben dagegen braucht die Interpretation.
Die Absicht des Schöpfers, die fehlt eben oder muss erschlossen werden. Das kann theologisch sein, philosophisch, wie auch immer. Technik hat wie auch das Leben eine funktionale Struktur, die in Relation zu Ziel, Prozess oder System zum Tragen kommt. Bei Bend ist es das Flauschige und natürlich auch das Gewicht. Bei Furhead sind es Mikrofon- und Serveranbindung oder der Beamer und die Milchglasmaske, die eben das Konzept tragen. Die Natur dagegen lässt nur die Frage zu, wie kommt was zu gelten, also wie schaut der Fels aus. Nochmals zusammengefasst, bietet mir die Abgrenzung von Technik, Natur und Leben den zentralen Mehrwert dieser Graubereiche, eben weil die Graubereiche sichtbar gemacht werden und daraus können wertebezogene oder juristische Fragestellungen erwachsen und die können sich zum Beispiel zeigen jetzt in gentechnisch veränderten Organismen oder bei Cyborgen, sind die jetzt geschaffen worden, um eine bestimmte Reaktivität zu haben. Gleichzeitig sind aber auch Aspekte von Leben vorhanden, vielleicht dominiert die Technik, vielleicht das Leben. Und diese Fragen sind ja wichtig, um Technik einzuschätzen und um uns weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig ist auch die Definition nach Tück kompatibel mit der weiten Begriffsausfassung von Technik, wie sie jetzt zum Beispiel von Friesacher, also in der Pflegewissenschaft, genutzt wird. Hier gilt Technik oder galt Technik als regelgeleitete und planmäßig als Mittel eingesetzte Fertigkeit in beliebigen Bereichen des menschlichen Lebens. Regelgeleitet ist jetzt ein Merkmal der Konstruktion und damit der Technik als das Reaktive. Planmäßig ist ein Merkmal der Intention und damit der Technik als das Geschaffene. Und die Fertigkeit, das Handeln, das ist ein Merkmal der Funktion und damit der Technik als das Vollziehende. Und in diesem Sinne ist die Abgrenzung von Technik, Leben und Natur für mich ein Instrument, um Missverständnisse aufzulösen. Und damit verbleibe ich wie immer mit Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.